Klirrende Kälte am Wiener Zentralfriedhof bei minus 2 Grad und trotzdem sind sie gekommen, die Fans aus nah und fern, um von ihrem Falco, um von Hans Hölzel persönlich Abschied zu nehmen. Davon zeugen die vielen, vielen Blumen, die bereits zur Mittagszeit sich auf seinem Grab türmen. Aber nicht nur Blumen, auch die eine oder andere Zigarette, denn er hat ja gern geraucht. Und kleine Botschaften und Briefchen, wie zum Beispiel von der kleinen Leonie, die schreibt: Es tut mir so leid, dass ich dich niemals gekannt habe zu meinen Lebzeiten, aber ich weiß, dass du weißt, wie sehr wir dich vermissen. Und vermissen, ja, vermissen tut ihn ganz Österreich, denn er ist der größte Popstar, den dieses Land jemals hervorgebracht hat. Und dennoch war er, Hansi, so haben ihn seine Freunde genannt, niemals Falco, ganz ein normaler, junger, gut aussehender Mann, der das wollte, was viele wollen, einfach Glück, Glück in der Liebe und Glück im Beruf. Und dieses Glück hat er damals mit Amadeus, diesen Zenit hat er damals mit Amadeus erreicht, wo er dann Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts geschafft hat über Wochen hinweg. Doch anstatt sich darüber zu freuen, war er damals traurig und seine Freunde konnten das nicht verstehen. Aber er sagte: Ich weiß, dass ich das niemals mehr erreichen werde. Aber er hat viel mehr erreicht, ganz Österreich, und nicht nur Österreich spricht immer noch über ihn, über seine Songs. Das zeigen die vielen Gedenkveranstaltungen, die zurzeit stattfinden. Sogar ein eigenes Requiem, eine eigene Totenmesse wird für ihn im Wiener Stephansdom aufgeführt, mit Liedern, die in barockem Stil von seinen Liedern interpretiert worden sind. Und all das ist ein Zeichen dafür, wie stolz Österreich auf Falco ist. Auch Conny de Beauclair, ein sehr, sehr guter Freund von ihm aus dem U4, ist hier. Er sagt, Falco ist immer gerne ins U4 gekommen, denn dort haben die Leute ihn nicht blöd angeredet. Dort hat man ihn in Ruhe gelassen, denn die Leute im U4, die waren einfach viel zu cool dafür. Und deshalb auch hat sich Falco so wohl dort gefühlt. Und wir haben hier am Grab noch einmal mit Conny de Beauclair gesprochen. Conny de Beauclair, Sie sind heute natürlich wieder hier am 20. Todestag. Ist es nicht schön, das Grab so geschmückt zu sehen? Ja, deswegen bin ich auch gekommen, weil ich natürlich interessiert war, ob wirklich Fans kommen. Und ich war ein bisschen enttäuscht am Mittwoch, wie ich das erste Mal da war, weil da einfach nur ein paar vertrocknete oder Kunstblumen waren. Und jetzt schaut es ein bisschen besser aus, ne? Natürlich. Aber es ist immer schön, ist es jedes Jahr zum Todestag. Es kommen sogar aus Deutschland die Fans und besuchen das Grab. Und so gehört es auch. Also jeder soll seine persönliche Beziehung mit Falco eben leben. Und wenn er Lust hat, soll er zum Grab gehen. Und wenn nicht, dann gedenkt er wahrscheinlich, indem er die Musik im Radio hört oder so. Es hat ja mit dem Grab was Besonderes auf sich, hast du mir vorher erzählt. Es besteht aus drei Teilen. Na, ich sag halt so, es ist, wenn man so schaut, es ist der Stein vom Hans Hölzel auf der rechten Seite, dann, also der Mensch Hans Hölzel, dann kommt die Kultfigur Falco mit der Glasplatte und dem schönen Nachtflugfoto. Und dann ist noch das dritte, die Mama, die auf der linken Seite liegt, mit dem kleinen Stein. Also die Mutter von Falco, die eben auch seit 2014 neben ihm liegt. Also sind sozusagen drei Gräber, mehr oder weniger.